So, Freunde, neue Runde, neues Glück. Die eine Runde, die habt ihr gerade nicht gesehen, aber da waren ganz wenig Leute drin mit Uncut im Clantech. Da haben viele STG gespielt. Wir machen Sniper Only hier in dem neuen Modus, denn das bietet sich sehr an, weil man hier eben, ja, direkt mit Klassen spawnt. Das heißt, warte mal, wir springen mal hier raus und gucken, ob wir irgendwie einen aus der Luft schießen können auch. Beispielsweise den Kollegen hier. Ohne selbst aus der Luft geschossen zu werden, haben wir aber eigentlich gesagt. Ups. Oh. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir. You are mine. You are mine. Ja, ja. Ach, Digga, dieser scheiß Aim ist in der Luft. Oh mein Gott. Digga. What am I doing? Aimbot wieder on fire heute. Geil. Ah, und komplett daneben gesniped. Aimbot on fire. Junge. Alles connected hier. Aua. Nichts connected hier. Ich bin tot. Oh, Baby. Der kann ich öfter gegen euch spielen. Das macht ja übel Spaß. Oh nein. Viel zu viele Stream Sniper. Viel zu viele Stream Sniper. Oh nein. Viel zu viele Leute auf meinem Arschloch. Viel zu viele Leute auf meinem Arschloch. Da sniped einer nicht, oder? Ich glaube, der sniped nicht. Gott. Das ist das Problem, wenn ich mitspiele. Alle geiern auf mich. Cluster auf mich. Korrekt. Ich muss weg. Oh oh. Hallo, was soll das denn jetzt? Och man. So viele Leute immer drin, die nicht snipen. Das fuckt so ab, Digga. Ich wünschte, wir würden das hinbekommen, dass da... Ich wünschte, wir würden es hinbekommen, dass da dann alle Leute drin sind, die ohne snipen. Aber es geht nicht. Ach, so eine Scheiße. Wurde auch von dem geholt. Ja, tötet den mal hier, Osio. Streamst halt den so, wie ich gestreamt habe. So eine Scheiße, Digga. Das ist halt die Kacke an Public-Runden, ne? Du kannst es halt nicht, kannst es halt nicht garantieren, wer da in die Lobby kommt und wer nicht. Bro, was spielt... Warum... Hallo? Osio? Er ist doch sogar ein Zuschauer, oder? Hallo? Scheint sogar ein Zuschauer zu sein. Oder was macht er da? In Warzone 2 muss das besser funktionieren, ja. Mein Sketzer. In Warzone 2 muss das besser funktionieren. Da muss es dann Lobbys geben mit... Oh mein Gott. Da muss es Lobbys geben, die den Code zur Einladung und sowas haben. Dann würde ich da sowas machen. Aber es macht keinen Sinn mit dem aktuellen Custom Game. Fick ihn. Nein. Schade, Dennis. Machst du nix. Machst du nix. Ich glaube, er ist sogar ein Zuschauer. Ich glaube, er will abfacken. Neu suchen war auch in der Runde, war full mit Non-Sniper. Nee, ich glaube, wir können jetzt nicht jedes Mal neu suchen. Das macht ja auch keinen Sinn. Wir können nicht so lange warten, bis wir eine Lobby haben, wo alle snipen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen einfach hoffen, dass er jetzt eine brutale Hellbombe kassiert. Und mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Oh, windend, so stark. Windend, so stark. Gesunder Griff da rechts an der Seite. Komm, Hellbombe. Ja! Cranky! Cranky! Geile Sau. Schade, dass er noch einen Respawn hat. Schade, dass er noch einen Respawn hat, wirklich. Schieß den raus. Ist kein Zuschauer. Der hat sich aber echt komisch verhalten, muss man sagen, gerade. Also er hat ja auch so richtig, als ich ihm zugeschaut habe, dann... Hellbombe, Hellbombe. Ja, 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 ja. Nochmal einen Shot hinterher, so. Jetzt, jetzt so. Ja, 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 ja. Pick ihn doch, pick ihn. Nein. Tschüss. Tschüss. Scheiße.
Warum hat er... Wer war das oben gerade? Dass er da nicht mehr dann auf ihn gepiekt hat. Weil das war ja ein Freekill. Er war gerade der absolute Freekill. Und wer auch immer da oben auf dem Wasserturm war, hat ihn nicht mitgenommen. Jeez. Wie lange überlebt er das? Wie lange überlebt er das? Ach, das ist so unfair gegen Sniper halt. Vor allem gegen Only Sniper. Wie viele Runde ist das? Die dritte. Annie sterben jetzt, Osio? Annie sterben? Nein. Er kriegt ja aber auch echt die Freakills serviert, ne? Er kriegt echt die Freakills serviert immer. Aber er kriegt es nicht hin, sein 60-Schuss-Ding nachzuladen. Komm. Headshot, 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 Headshot. Headshot, Headshot. Ja, 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 komm, 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 komm. Ah, machst du nichts, Digga. Ist so ass. Und er ist auch richtig shit, muss man sagen, ne? Also, no front da jetzt an der Stelle, so, ne? Aber, also er ist wirklich komplett lucky, dass der noch lebt. Komplett lucky, dass der noch lebt. Der hat echt in sehr vielen Situationen echt nicht gut gespielt. Mann. Will doch nur Sniper sehen. Nur Zuschauer anzugucken. Nicht wie er hier jeden Zuschauer töte, weil die keine Chance haben. Wo ist er? Ich hol ihn. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch. In die Helmbombe? Vor allem, er war so oft One-Shot die Runde. So oft. So oft. Merke gerade, snipen ist nicht mehr meins. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt, sage ich, wie es ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Aber nee, ich glaube, er ist echt tatsächlich random. Er hat davor Rebirth gespielt. Scheint echt ein random zu sein, okay. Ich dachte die ganze Zeit, dass einer, der im Stream zuschaut. Weil ich fand es schon sehr komisch, muss ich sagen, dass er sich so direkt, nachdem er die Kills gemacht hat, hingelegt hat und dann auch so seine Maus so im Kreis gedreht hat, so mäßig. Oh ja. Er sollte das, die SCG auf jeden Fall mit dem 50-Schuss-Magazin spielen. Man merkt, dass ihm der Rückschuss auf jeden Fall zu viel ist. Aber hier ist auch gerade kein Geek in der Nähe, der ihn man einfach so richtig helmbomben kann, ne? So, jetzt komm, eine Helmbombe. Any Helmbombe? Any, ja, 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 ja. Ja, komm nochmal. Na, schade. Die Runden sind leider sehr belastend, weil man oft gegen ARs auf die Rübe bekommt. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Frage ist, warum hat das bei Schild so gut funktioniert und bei Sniper jetzt gar nicht? Das Schild waren irgendwie zwei Leute da und die konnte man dann easy holen auch. Bei Sniper ist es gerade irgendwie komplett useless. Und wir gucken die ganze Zeit einem zu, der halt nicht sniped. Ja, und Trockenbrot kassiert übel dummes Timing. Er kassiert auch nie eine Helmbombe, ne? Er hat, glaube ich, mindestens schon 6 oder 7 Sniper-Hits kassiert oder so. Und ist noch nicht eine... Und ist noch nicht eine, Ding. Noch nicht eine Helmbombe kassiert. Schon wieder. Das kann doch nicht sein. Komm. Weg die Sau jetzt. Weg. Hitten, hitten, hitten. Ach, Bro. Man kann doch nicht auch so lucky sein wie er.
Dein Internet ist nicht gerade, oder? Nee, nee, ich sehe schon. Bitrate macht gerade nicht so mit. Der hat sich jetzt wieder Platten gekauft. Hat sogar so einen Luck, dass er einen mobilen Shop findet und sich da Platten kaufen kann. Da ist dieser Parik. Parik ist ein Streamer, der ist auch in der Lobby drin. Jetzt piekt wieder keiner. Also. Einmal so einen Luck in der Warzone-Runde haben wie er. Einmal wirklich so einen Luck haben wie er. Das kann man jetzt wirklich, also I'm sorry, aber das kann man nicht mehr Skill nennen. Das ist wirklich so ein geisteskrankes Glück. Wie viele Sheepbreak-Snipes hat der schon kassiert, die Runde? An der 1-4er-KD, ich habe gerade schon geguckt. Spielt die Runde seines Lebens, ja wirklich. Komplett. Thomas Gottschalk, nice. Ich hoffe, er ist ein Zuschauer, der einfach jetzt für den Kill kurz AR gespielt hat. Hauptsache Osio ist tot. Das ist schon befriedigend genug. Aber nee, ich glaube Thomas Gottschalk spielt Cold War IP5 und SCG. Ach man. Ey, so gottlos. Thomas Gottlos, nicht Thomas Gottschalk. Aber der kassiert diesmal eine Hellbombe, das sehe ich schon. Weil er spielt es mal 100 Visier irgendwie auf der SCG. Ja, wusste ich's. Wusste ich's doch. Oh. Da ist er. Nein, Osio ist sogar im Chat. Nein. Und du wusstest wahrscheinlich gar nichts von den Uncut-Runden. Einmal so Glück haben wie du, wirklich. Einmal, Osio. Einmal. Hatte keinen Plan. Ja, alles gut. Du hast ja 100 Snipes kassiert und bist nicht gestorben. Kann nicht wahr sein. Egal, Frosty macht das jetzt. Frosty spielt sogar gleiche Klasse wie ich. Den rechts unten muss er doch gesehen haben, oder? Ja, 80 FOV spielt er wahrscheinlich. Also hat er gespielt. Aber Anker Frosty hat das. Anker Frosty hat das. Anker Frosty hat das. Oh Mann. Keine Chance. Farbkurs! Farbkurs! Nein, ich glaub's ja nicht. Nach dem zweiten Kill an Anker würde ich es checken. Ja, eigentlich auch. Das stimmt auch, leider. Das stimmt leider auch. Aber das kann man halt nicht dingsen, ne? Das ist halt das Problem an nicht funktionierenden Custom Games. Das ist Parit, by the way. Das ist Parit. Und Parit tot. Von Frosty. Und Fabkus. Oben ist Fabkus. Schieß auf ihn! Fabkus schießt! Fabkus! Let's go! Bitte, ich will Fabkus zugucken jetzt. Bitte. Fabi ist nämlich Mod von mir. Nico, lösch mal alle Nachrichten da in die Richtung. Ja! Nein! Eine Sekunde Streamtime hatte. Screentime. Eine Sekunde Screentime hatte Fabkus. Nein. Europa wird auch von der AR getötet. Ach man. So viele Leute mit normalen Waffen. Keiner hat Bock auf Sniper. SPR sieht aus wie eine Schrotze, ja, ein bisschen. Erbitte Luftschlag auf mein Ziel. Oh Mann. Es wird so Zeit für die Custom Games. Es wird so Zeit für funktionierende Custom Games in Warzone 2, wo es einen Einladungslink gibt und ich entscheiden kann, wer in die Lobby kann und wer nicht. Aber er hat Bad Posi. Er hat sogar eine richtige Scheiß-Posi. Was glaubt ihr? 8-Inch Deluxe. Kracher. 8-Inch Deluxe mit einem Kracher. Ich hoffe, also zwei Sniper sehe ich, glaube ich, gerade. Oh, Schweizer mit Rotpunktvisier, noch nie gesehen. Nein, 1 gegen 1 und der andere spielt normale Waffe, glaube ich. Ja, und der kann das nicht mehr. Kommt da, glaube ich, gar nicht mehr hoch.
Ach man. V Shortex, GG's. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch so scheiße, Digga. Das ist so scheiße, wirklich. Das ist doch so eine Kacke, dass man da immer drauf angewiesen ist, dass... Aber guck mal, was ist das auch für ein Lobby? So wenig Uncut hier drin. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Aber eigentlich will ich so eine Only-Sniper-Runde hinbekommen, weil... Das haben wir schon öfter geschafft. Wir haben das sogar auf Verdansk geschafft, ohne dass es diesen Modus gab, wo du direkt mit Loadout spawnst sogar. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nicht hinbekommen. So, neue Runde, neues Glück. Sind wieder viele mit Uncut im Clan-Tech auf jeden Fall in der Runde drin. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Bin sehr gespannt. Eigentlich könnte man jetzt auf übel unkorrekt mal auf den Tower von Airport gehen, oder? Ich glaube, da werde ich nicht der Einzige sein, der die Idee hat. Da werde ich garantiert nicht der Einzige sein, der die Idee hat. Ja, das ist schon wieder Schmutz. Oh, du bist so cool. Ja. Und gar nichts. Lappen. Oh, Endzone Resort. Okay. Okay. Ist hier jemand? Niemand da? Aber es müssten ja jetzt Leute hier spawnen, ne? Oha. Any Fallschirm? Oh nein! Nein! Oh mein Gott. Mann, Mann, Mann. Wer ist da wieder mit Waffe auf mir gelandet eigentlich? Welcher Idiot ist da wieder mit Waffe auf mir gelandet? Merke ich mir, Chris. Es tut mir wirklich ein bisschen leid, was ich da gerade gemacht habe. Sag ich, was ist. Deutsche Hotmikes Teil Uncut, ja. Stylus! Da hat doch gerade einer geschossen, oder? Ich werde gleich so einen Herzinfarkt bekommen, weil es einfach kracht gleich. Gleich wird es einfach bumm. Dachte, ich habe ganz oben einen gesehen. Es wird nicht gut gehen, wenn ich hier hochgehe, oder? Ja, eine bessere Idee. Hier den Fahrstuhl, beziehungsweise hier den... Gedöns. Seilzug. Dachte nur Sniper und Schild. Ne, ich hab gesagt, Schild ist eine Option. Da hat's doch wieder normal geschossen gerade, oder? Moin, Danessa. Perfekt. Ah, Osio. Perfekt. Ja,
Ich bin verwirrt. Geschützt, Alas? Was? Okay. Osio. Digga, geht's ja übel ab hier. Macht ja voll Spaß hier, wenn man nicht von der Erst abgeschossen wird. Nein. Das ist meine Prio, der Typ da hinten. Der muss sterben. Was triffst du aber? Ja, gerade hinten die Shots echt gut, ne? Feindliche Drohne ist aktiv. Weg die Sau. Weg die Sau. Sorry. Any peeken? Oh, er ist runtergesprungen, ne? Weil der Cluster kam. Die ganze Zeit auf dem gleichen Dach. Wie kann ich eigentlich noch leben? Nein! Dennis hat sich gerecht. Ah! Na gut, aber lange überlebt, würde ich sagen, oder? Was habe ich an Kills gemacht? 9 Kills, ist okay. Wacker geschlagen, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hab viele Leute mit Anker rausgeschossen. Aber hat Spaß gemacht. Aber Dennis gucke ich auch gerne zu. Vor allem, wenn er jetzt hier bodenlos gehelmbombt wird. Achtung, ich sag 3 Sekunden noch. 3. Kali. Kali kassiert eine Hellbombe. Ich habe so Auge gemacht und jetzt wird Dennis so geknallt. Mahan. Das ist sogar ein Geek. Hilfe. Es ist sogar ein Geek. Oh nein. Das kann doch nicht sein, Digga, dass hier immer irgendwelche Leute dann drin sind, die ewig überleben damit SMGs oder ARs. Also jetzt werde ich langsam sauer, ja. Dann ist einmal von mir und dann jetzt auch noch von einem SMG-IR-Typen getötet worden. Perfekt, oder? Oh. Kali kann ausmachen für heute, würde ich sagen. Tschüss, mach's gut. Wir sehen uns dann irgendwann anders wieder. Aber heute würde ich die Konsole auf jeden Fall auslassen. Aber ja, Tastix ist halt auch einfach ein Geek. Day6 ist auch einfach Geek-Leben beendet, ja. Boah, das ist auch so geil. Dieses so, du machst schon Auge auf jemanden, denkst so, ey Mann, und dann kracht es da so krass. Dieses Headshot-Snipe-Geräusch ist auch so wild. Nice, Day6. Auch schon sehr oft bei Warzone.de mit dabei gewesen, muss man sagen. An der Stelle Clips einsenden bei Warzone.de, ja, wichtig. Oft mit dabei gewesen. Ist eigentlich der Warzone.de Upload online? Heute gibt es ja wirklich die geballte Power an Content wieder, ne? Das ist ja unfassbar. Main-Channel-Upload, Stylus-Upload, Uncut-Runden, Warzone.de-Upload, alles dabei. Alles dabei. Ja, neue Warzone.de-Episode ist online. Könnt ihr euch auch gerne anschauen nach der Runde, nach dem Video, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut. Aber Tastix, Geek, hat auch schon 9 Kills jetzt hier. Das ist nice. So ein Herzinfarkt, der Headshot, ja. Die K-Variante ist geil, ja, die finde ich auch ganz nice. Er spielt auch K auf Close und was spielt er als Sekundärwaffe? Spielt er auch ein Schild oder? Ist er weggerannt, der Gegner? Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum spielt er das Pfeilvisier? Das hat er bestimmt vergessen zu ändern, oder? Niemand spielt ja freiwillig diesen Pfeil, oder? Was für ein Video kommt auf dem Hauptchannel? Es ist schon online seit 10 Uhr. NZ-Video. NZ-Video. Ist zwar sehr spätes NZ-Video, aber es ist ein NZ-Video. Oh, 10 Uhr war, glaube ich, Main-Channel-Upload. Und vor 2 Stunden 12 Uhr war Uncut-Channel und Warzone.de-Upload. Ja. Ich?
Warum spielen wir diesen Pfeil? Der ist voll kacke. Der versperrt euch auch voll die Sicht, wenn da irgendwas auf Range unten drunter ist. So eine Kacke. Anker drunten nur Pump wäre geil. Ja, da machst du halt dann aber gar nichts gegen ARs auf Range. Also das können wir eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich auch Only Pistole machen, aber das ist ja auch Quatsch dann, weil dann spielst du gegen so viele Leute, die ARs SMG spielen. Wenn man den manchmal spielt, schon Vibe. Oh ne, ich feiere den gar nicht. Was ist das denn für ein Sniper gewesen? Ah, AX50. Oha, ich habe die gerade gar nicht erkannt beim kurz drauf gucken. Die AX50 mit Damaskus sogar, wild. Zum Anker-Channel immer so 12 Uhr, oder? Ja, genau, richtig. Also Main-Channel 10 Uhr, Uploads sind eigentlich aber nur am Wochenende. Nice, Superman-Jump. Gibt's immer noch keine Erklärung dafür, wann das passiert und wann nicht, oder? Sniper-Duell gegen Schild sinnlos. Ja, aber wir mussten das mit Schild erlauben, weil... gegen ARs machst du sonst nichts. Und du merkst ja schon die Runde, dass hier deutlich weniger AR-SMG-Probleme zu sehen sind. Alter! Smitty Wurm, Jaggerman Jensen, die allererste Nummer 1 mit dem Kracher. Mit dem Kracher. War nicht meine Runde. Schade. Warum schauen wir dem jetzt aber nicht zu? Was ist die Erklärung, dass wir jetzt Warlock Genesis mit Level 35 und einer AKU zu gucken? Da gibt's, also das ist doch so eine Kacke. Eine Pistole würde dann auch MP zählen. Bester Joke aller Zeiten. Hallo? Geht's ihm eigentlich auch gut? Any Hellbombe? Any Hellbombe, hallo? Any Hellbombe? Any Kracher? Bumm. Fabi Sieger meines Herzens, ja, same. Ich wurde von Parit einfach bis Afrika gejagt. Das ist schade. Da machst du dann auch in den meisten Fällen nichts. Jawohl. Last but not least. Nein, er hat einen Respawn. Er hat einen Respawn. Ohne das haben wir gesagt. Kann man eigentlich Leute spawn-trappen in dem Modus, in dem du immer auf die Stelle snipes oder visierst? Wo halt gerade RIP der geht. Oh, oh. Er wurde oh, das war sogar ein Collected-Marker, glaube ich. Warlock Genesis ist ja so tot. 3, 2, 1, bumm. Ne. Wenn du immer auf die gleiche Stelle schaust, wo die Leute in der Luft spawnen, weil die spawnen ja immer an der gleichen Stelle in dem Modus, und zwar da, wo die Endzone ist. Das wäre ja krass, oder? Einfach immer da hingucken und sobald einer spawnt, einfach abdrücken, Headshot tot. Das wäre geil. Bin ein bisschen gebrochen. Alles klar, alles gut. Ja, eben, deshalb, Sandro. Ich weiß auch nicht, wieso wir dem jetzt nicht zugucken, dem von eben. Also Smitty Wurm. Ja. Aliko. Ich aktualisiere die Atome immer. Nach jeder Runde. Nein, Krivenko? Hallo? Also wir spielen zwar hier Sniper Only und Schild und sowas und hin und her so, ne? Aber so auf dem Klo sitzen weiß ich nicht, ob das sein muss. Hallo? Hat er wenigstens den Sniper auch dabei? Krivenko? Zeig mir deine Sniper. Wir spielen nicht mehr Schild-Messer-Runde, by the way, ne? Falls du es nicht mitbekommen hast. Ja, er hat einen Sniper dabei. Okay. Da bleibt vielleicht noch länger im Haus. Sehr taktischer Spieler auf jeden Fall. Sehr taktischer Spieler. Jetzt ist halt natürlich viel... sehr viel Schild und Sniper und sowas Action. Und wenig Sniper only. Aber das musste man... Aua, das musste man machen, weil sonst wäre das wieder eine Runde geworden gegen ARs, wo du nichts machen kannst. War gefühlt schon besser. Die Runde war safe besser. 100%. Weil mit einem Schild kannst du... Aua. Auf jeden Fall was dagegen machen halt. Gegen Leute, die AR spielen und so. Oh mein... Man kann nicht so Glück haben. Man kann ja nicht so Glück haben. Plattenbox noch. Plattenbox, 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 Plattenbox. 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 Nein, das ist einer mit... helle COD. Das ist doch nie im Leben kein Zuschauer, oder?
Oh, ich kassiere den Hellmummel, komm. Hellmummel. Noch keine Plates? Noch eine Plattenbox, nein. Bitte snipe ihn. Nein, das ist, glaube ich, 1 gegen 1. Beide keine Sniper. Oh, Mann. GG's. Das ist schade, dass es immer so endet irgendwie.